Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben uns in diese alte Villa hier eingeschlichen oder sind einfach reingegangen und möchte jetzt mit den Leuten hier reden. Komm her. Ach du Schreck, ich dachte erst, du wärst ein Diebin. Oh, du bist ja nur ein Trainer. Ich bin ein Trainer-Coach. Möchtest du gegen mich kämpfen, Kleines? Ja. Na gut, los. Der Pokémon-Kampf, willkommen. Trainer-Coach Ivy. Ivy, irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Ich glaube, aus einem Kampfspiel von früher. So, Kampf. Sprießbomben. Das sollte reichen. Naja, dafür ist er jetzt tot. So, ihr Gesamtschaden Gerock. Und er ist down. Ein Quappo. Kann ich wechseln? Nö, wir haben eine Wasser. Pflanzenattacke. Und nochmal das Ganze. Hält aber auch was aus, ey. Alter Schwede, nicht schlecht. Überraller, oh, das ist auch eine Kraftattacke. Ach du Schande. Vielleicht sollen wir uns erstmal, Vielleicht sollte ich... ein Item nehmen. Ja, mit dem Item. Super dran. Ja, auf Evoli. Ein KP fehlt zwar, aber ist egal. Oh, schon wieder ausgewichen. Nice. So, schön. Dann sind wir jetzt auch wieder voll. Und wir können Flackerbrand benutzen, um ihn nochmal zu verbrennen. Ich weiß, dass es nicht so effektiv ist, aber ich wollte jetzt nicht nochmal die Attacke benutzen. So, sehr gut. Klopp erreicht Level 43. Das alles jetzt nicht Dictory ein. Nö. So, Kampf und Sprießbomben. Oh, Erdbeben. Ach du Kacke. Das war weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Und endlich ein Level up. Schön. Oh, Spezialangriff. Perfekt. Ivy wurde besiegt. Oh wow. Sieh mal an. Du bist richtig gut. Tja. Man legt sich auch nicht einfach mit uns an. Der Kampf gegen dich hat mir jetzt viel Spaß gemacht. Ja, eine kleine Aufmerksamkeit. Team 22 Steinhagel. Team 22 beinhaltet Steinhagel. Diese Attacke ist wirklich beeindruckend. Es fallen massig Steine von mir. Deswegen kannst du damit in einem Doppelkampf beide Gegner auf einmal treffen. Wie oft kommen geguckt? Ah. So oft kommen doch gar keine Doppelkämpfe. Nein, ja. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben hier ein Buch. Können wir das wenigstens lesen? Ja. Tagebuch, 5. Juli. Darauf habe ich nicht gewartet. Ich habe tief im Dschungel eine neue Art Pokémon entdeckt. Ist alles? Okay.
wir kriegen noch ein Item. Na komm. Ein Top-Beleber. So, wir kommen jetzt auf die andere Seite. Aha, einfach rumlaufen. Bringt uns ja nichts. Jetzt auch wieder. Okay. So, jetzt brauchen wir aber noch den Schalter. Dann gucken wir doch mal. Moment, wo ist der Schalter? Was war da vorne? So, da steckt ein Schalter betätigt. Ja, und wir gehen erstmal nach oben. So, sie haben wir eingesperrt. Und jetzt können wir hier rein, genau. Das Item schnappen. Das ist ein Trainer. Fluchtseil. Okay. Man braucht eigentlich gar kein Fluchtseil in dem Spiel. Und theoretisch immer, na, gut, außer bei Trainerkämpfen, aber sonst kann man eigentlich immer entkommen. Na gut, gucken wir, was haben wir hier? Ein Item. Ein AP Plus. Und was spawnt jetzt über uns? Oh, Artikel. Tagebuch, 10. Juli. Ich habe das neu entdeckte Pokémon auf dem Namen Mew getauft. Ah, jetzt kriegen wir Infos zu Mew. Schön, schön, schön. So. Ist jetzt hier noch irgendwas? Wow. Nicht? Ich glaube, hier komme ich auch nicht rüber, ne? Ne, da ist das andere. Wie komme ich da hin? Aber nicht von dieser Seite, das ist schon mal klar. So, jetzt muss ich den Schalter nur nochmal betätigen. So, was hier der Hauptgang ist, möchte ich erstmal den anderen Weg gehen. Ich denke, hier müsste ein einzelner Raum sein, oder? Irgendwie nicht. Schade. Ein Hyperheiler, ja, warum nicht? Gerne. Bah! Oh, das wollte ich jetzt nicht. Naja, wir gehen weg. Wir haben Angst vor dir. Das ist zu mächtig. Gut. Hier ist ein Item. Sparotzer, okay. Das war das hier oben. Haben wir noch irgendwas? Auf jeden Fall ist da noch. Ja, komm. So, jetzt können wir auch hier durch. Wir können jetzt auch hier runterklettern. Das machen wir auch mal. So, dann landen wir nämlich ganz hier unten. Ne, das ist falsch. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Hier müssen wir später hin. Müssen wir uns merken. So. Ja, die Orte sind exakt gleich wie damals. Welches Pokémon haben wir vorne? Mein Mentor lebt eins hier. Wer ist dein Mentor? Warum lebt er hier? Forscher Götz fordert dich heraus. Götz. Smogmog. Der boomt sich da, oder? Oh. Okay. Da, wo die vorne ist. Das ist gar nicht so schlecht, können wir Präsier auch benutzen. Oh, direkt tot. Das war so nicht geplant, aber hey, macht nichts, umso besser. Magneton. Oh ja, warum nicht? Was haben wir gegen einen Magneton? Ein bisschen Wasser, ne? Ich nehme mal so ein Dama. Oh, das ist Wasserboden. Naja, trifft uns trotzdem effektiv. Zumindest neutral. Im Boden nicht effektiv ist, aber wenigstens vorbei. Nee, Stein kriegt keinen Schaden von weg, oder? Oder was Boden? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen Erdbeben. Sehr effektiv. Ich fand damals im Pokémon Stadium die
Erdbeben-Attacke ziemlich stylisch. Also da haben sie echt gut gemacht. Das ist ja schon fast langweilig. Ein bisschen Bewegung. Geschwindigkeit, oh schön. Das hat auch ein Level-Up. Magma. Ja, wir wechseln mal. Kabuto, was bist du? Wasserstein? Steinwasser, ja. Müsste gegen Magma auch gut sein. So. Wir haben Wasserdüse, wir haben Lebenssurfer. Flammenwurf. Sollte nur neutral effektiv sein. Aber gar nicht effektiv, okay. Dann zeigen wir mal, was wir drauf haben. Das ist sehr effektiv. Wir müssen uns mal weiterentwickeln. Kabuto ist irgendwie ein bisschen schwach. Aber gegen Feuer scheint es ganz gut auszuhalten. Panzer des Todes. Ja, eigentlich nicht, aber... das war ein Crit. Hätte ich im ersten Mal lieber gesehen. Aber nein, ja. Panzer wird tot. Noch ein Level Up. 45. Geschwindigkeit, nämlich... Götz wurde besiegt. Du bist ja unglaublich stark. Tja. Kann dir der Meister auch nicht mehr helfen. Der entwickelt sich aber schnell. Kaputt entwickelt sich. Gerade ist willkommen auf 43, 44 sogar erst und ja, schon bei 45 das hat die Entwicklung. Wobei hat ja auch nur eine. Ich finde, der sieht eigentlich ganz stylisch aus. Glückwunsch, der Kaputt wird zu einem Kaputt Tops. So, was haben wir denn da? Der Kaputt Tops wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein dünner Körper ließ es rasant schwimmen. Offenbar schlitzte er seine Beute mit seinen Sicheln auf und saugte ihr die Körpersäfte aus. Wow. Der Eintrag ist ja mal richtig fies. Kabuto ist auf Schlitzer zu werden. Oh, Schlitzer ist gut. Ja, was haben wir denn so? Steinwurf. Was war Steinwurf? 90 Genauigkeit, 50 Stärke. Steinhagel, Steuer, riesige Felsen aus die Wände zurückstrecken und das da zielen. Steinwurf weg. 1, 2 und schwupp. Kabutops hat Steinwurf vergessen und lernt Schlitzer. Sehr geil. Kommst du nicht weiter? Versuch doch mal die Leiter da hinunter zu klettern. Ja, haben wir vor. Aber erstmal tauschen wir unser Pokémon. Eroli mit Kabutops. Warum eigentlich nicht? 47, oh mein Gott, ihr seid also stark. Besonders du. Du sowieso, aber. Ja, Galopper und Kabutops kann auch ein bisschen nachziehen. Oh, Moment, da oben ist erst ein Item. So. Wir sind 2 Etagen hoch und jetzt müssen wir mit einer wieder runtergehen. Ach komm, ich wollte eigentlich ausweichen. Nein, 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 wir wollen dich nicht haben. Wir haben bereits 2 von dir. Oder von deiner Sorte. So, was haben wir hier? Aha, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, eigentlich wollte ich noch ein bisschen gucken, was unten ist, bevor ich ihn herausfordere. Du wirst mir da helfen, stärker zu werden. Stärker an Erfahrung. Weil du wirst merken, wir sind unbesiegbar. Chilom. Chilom? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Uelome. Uelome. Nein. Natürlich nicht, aber Chilom. Würde ich sagen, heißt er. Okay, du bist Wasser. Wir sind Wasserstein. Das ist eigentlich ein Nachteil für uns. Aber zumindest den. Nicht effektiv, sehr effektiv ist neutral effektiv dann. Und wir machen nur nicht sehr effektiv. Wir sollten eigentlich wechseln. Ich weiß nicht worauf. Zandama? Gyarados? Gyarados ist gut.
Plus Blitz. Donnerblitz, so. Blitz wäre schlecht. Jetzt kommt Krabhammer oder sowas. Irgendwas Cooles. Diese Prediction. Wow. Nicht sehr effektiv. Angriff. Donnerblitz. Das war wiederum sehr viel Slam. Okay. Alter! Ach, Crit, okay. Ich dachte schon, wie viel Schaden macht der? Da wir eben schneller waren, war das klar. Oder fast klar, dass wir das wieder sein werden. Deswegen habe ich es einfach probiert. Ich hatte jetzt Rückzug-Gipfel oder sowas gehabt. Oder irgendeine andere Prio-Attacke im Westen. Doof gewesen für uns, aber nein, nein. So. Chillium setzt Razaf ein. Wir wechseln. Auf, von Razaf, Razaf, Razaf. Kampf. Wir nehmen mal Mushas. Ja. So, Mushas kann sich auch mal weiterentwickeln. Eisstrahl, warum nicht? Oha. Das ist zu viel Schaden. Und das ist viel zu wenig. Oh mein Gott. Aber ich denke, er wird auftauen. Irgendwann. Und das möchte er dann doch nicht. Das Risiko möchte ich doch nicht eingehen. Dass unser Mushas jetzt noch drauf geht und keine Erfahrung mehr kriegt. Das können wir ja nicht zulassen. So, dann nehmen wir Spießbomben. Um es auch ein wenig zu heilen, wenn er nicht stirbt. Nein, der überlebt das. Ich weiß, eigentlich eine dumme Idee, Evoli reinzuschicken. Aber ich denke, er wird noch ein bisschen in Form bleiben. Jawohl. Schön. Dann ist jetzt down. Aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, wieder aufzutauen, relativ gering, glaube ich. Oder sie war es früher auf jeden Fall. Das kann man erwartet. Verfügbarbälle. Vielen Dank. Nehme ich gerne mit. Ich muss auch viel stärker werden, wenn ich gegen Pyro gewinnen will. So lange trainiere ich hier. Okay. Robust-Bonbon, okay. Ja, nehme ich, aber... Well. Gibt's uns nicht mehr viel, oder? Kann das sein? So, wir können hier runter. Das ist auch der richtige Weg. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass der andere Weg der richtige wäre. Deswegen bin ich erstmal hier reingegangen. Aber naja. Dann halt erstmal jetzt den falschen. Wir wollen ja alles erleben und mitbekommen. Und hier sind noch ein paar mehr Bücher. Jedenfalls, soweit ich mich erinnere. Hier ist noch ein Dieb. Oh Mensch, da muss ich erstmal... Achso, kaputt, Tops passt. Oh. Dieses Haus ist echt riesig. Das ist auf jeden Fall nicht klein. Zwei Stockwerke nach oben und da ist sogar noch eins in den Keller. Dieb Simon fordert dich heraus. Aha, Simon. Magma. Und ihr jetzt gegen einen Kabukops ankommen willst. So, wir nehmen natürlich. Sir. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Au, oh. Oh. Das ist sehr effektiv, nice. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Slimer. Ich probiere es einfach nochmal mit Steinhagel, glaube ich, ist das. Was für eine Genauigkeit hat Steinhagel eigentlich?
90, ja. War gar nicht so krass hier. Schlammbad. So, dann gehen wir jetzt mal auf Surfer. Das war nicht so gut. Aussetzer. Ja, den Surfer halt blockiert. Ich wollte jetzt eher auf Schlitzer gehen, von daher passt das. Hat er schön eine Runde verschwendet. Aber das reicht nicht. Oh shit. Team Simon wurde besiegt. Gut geklappt, ist halb gewonnen. Aber eben nur halb. Ja. Ich frage mich, wo mein Partner geblieben ist. Tja, der ist unten. Für seinen Sonderbonbon. Ah, brauchen wir aber nicht. Noch irgendwas Cooles? Oh, Moment. Kripsbonbon. Toller Name. Ah, wir können hier noch was lesen. Tagebuch, 6. Februar. Aus Mew ist ein neues Pokémon entstanden. Ich habe dem Kleinen den Namen Mewtwo gegeben. Ah, doch kein künstlich erzeugtes Pokémon. Wie sie früher immer gesagt haben. Wow. So, dann war das das schon. Leider ein bisschen klein für den optionalen Weg, aber naja. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, da waren wir drinnen, ne? Ja. Da war auch ein Item. Ja, dann haben wir schon alles hier erforscht. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Oder lieber da vorne Schluss. Und, ja, ich würde sagen, gucken wir, was im Keller auf uns wartet und mal gucken, was da noch so auf uns wartet. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.